keine Spaltmaße. Perfekt. Seid mir erneut gegrüßt, meine Nerds und Nerderien. Da bin ich wieder. Es gibt ein neues Video. Bevor wir anfangen, ganz kurz. Ihr habt vielleicht auf meiner Webseite gesehen, oder ich habe es auch das eine oder andere Mal erwähnt, ich habe seit kurzem eine Kooperation mit Your World of Building Blocks, also YourWob. Und die Seite kennt vielleicht der eine oder andere. Wer sie nicht kennt, schaut drüben vorbei. Toller Shop, gute Lieferzeiten. Und weil ich heute einen guten Tag habe, wenn ihr auf meiner Webseite schaut, dort gibt es auch einen Couponcode, den könnt ihr verwenden. Wenn ihr den verwendet, kriegt ihr auf jede Bestellung 5%. Nicht so schlecht, oder? Hat ja niemand Geld zu verschenken. So. Und der liebe Loi hat mir ein paar Sets geschickt zum Videos machen. Und eins davon möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe mich dazu entschieden, diese 4 Sets, die ich jetzt habe, einzeln zu verfilmen. Und damit ihr euch ein großes, schönes Bild machen könnt. So. Und zwar, heute habe ich mir gedacht, zeige ich euch das hier. Das ist von dieser Cyber Street Corner Serie von der Firma Brick Cool, die eigentlich D-Cool sind. Und das hier ist die Anleitung dazu. Wie ihr schon seht, es gibt Minifiguren. Ja, ich weiß, böse Minifiguren. Aber egal. Uns geht es heute mal um das Set hier. Das Ding nennt sich Coffee Shop, hat die Nummer KS001 und hat 712 Teile. So, wie schon erwähnt, okay, wir fangen mit der Vorderseite an. Hier seht ihr eben die Vorderseite, da sind eben die bösen Minifiguren. Da ist das Set, hier oben steht Brick Cool, wie gesagt, ist D-Cool. Ich kann euch gleich sagen, die Teile sind der Hammer. Das ist alles GoBricks, zumindest alles, was ich rausgefunden habe, ist GoBricks davon. Und ich zeige euch gleich die Rückseite. Auf der Rückseite seht ihr, es gibt schon 4 Gebäude. Ja, da gibt es eben das Gebäude Nummer 1 mit 712 Teilen, dann 661 Teile, 1318 Teile und 1270 Teile. Und wie man unschwer erkennen kann, sind noch 4 weitere geplant. Ja, zum Thema Anleitung. Wir fangen mal mit der Anleitung an. Zuerst mal gibt es in der Anleitung so eine kleine Übersicht über die Figuren. Ich kann euch gleich sagen, die Figuren sind ein bisschen anders zum Zusammenbauen, als man es kennt. Sieht man hier recht gut. Man muss quasi im Torso die richtige Seite suchen. Eine Seite hat so eine leichte Einkerbung. In dieser Einkerbung, da schiebt man dann quasi diesen, seht ihr das? Diesen Bolzen dadurch. Der hat quasi so Zacken. Und in die Richtung, wo die Zacken sind, das muss man nach außen drehen. Und dann schiebt man das durch. Dann klickt das eine, man hat links und rechts eine kleine Kugel, wo man die Arme aufhängen kann. Und das sieht dann im Prinzip so aus. Da unten sieht man auch, wie die Figur quasi zusammengesteckt wird. In dem Fall die 2 Figuren. Und erstens funktioniert das super. Es ist easy leicht zum Zusammenstecken. Absolut keine Probleme. Und zweitens, Entschuldigung. Und zweitens, und jetzt kommt das mega coole. Man hat diese klassischen Lego-Hände. Ich zeige euch die Figuren gleich. Also diese klassischen, ne? Lego-Figuren-Hände. Und jetzt kommt das Geile dran. Guckt mal, was dann noch in der Verpackung beiliegt. Jede Menge Tauschhände. Moment. Ich öffne das mal für euch. Ich habe sie jetzt nicht gebraucht, aber ich zeige es euch mal. Übrigens, es gibt verschiedene hautfarbige Figuren in diesen Sets. Finde ich auch mega cool. In dem Set sind es 2 hellhäutige. Und jetzt mal ernsthaft. Das sind die Austauschhände. Sieht man das? Wie geil ist das bitte? Da gibt es wirklich 1, 2, es gibt 3, es gibt 5, es gibt keine 4 zum Zählen. Es gibt den Zeigefinger, es gibt den nicht so netten Finger, es gibt Thumbs Up, es gibt Cheerio, wie cool ist das, es gibt eine Cheerio-Hand. Es gibt die Metal, die Pommesgabel und es gibt die Faust. Hier ist die Cheerio-Hand, seht ihr die? Super cool. Die sind ganz problemlos zum Austauschen, wie man es Lego-typisch auch kennt. Hände raus, Hände rein, alles gut. Funktioniert problemlos, habe ich getestet. Keinerlei Beschwerden. So, dann wenn man die Figuren zusammen hat, fängt die Anleitung an. Wir haben in dieser Anleitung 147 Seiten. Bautechnisch sind es 100,
45 Seiten. Die letzte Seite zum Bauen ist quasi, wie man das Dach anbringt. Danach kommt noch eine Übersicht, ihr kennt das. Das ist das Haus, das sind die Figuren. Und hier wird noch erklärt, wie der Lichtstein funktioniert. Entschuldigung. Zum Thema Lichtstein habe ich dann später noch was für euch. So, zum Bauen an sich. Also zur Bauanleitung an sich. Die Bauanleitung ist top. Die Bauschritte sind circa im Niveau von Lego. Das heißt so 3, 4, 5, 6 Steine auf einmal, wenn überhaupt. Alles super übersichtlich. Die Farbwiedergabe in der Anleitung ist 90% okay. Es gibt immer wieder so ein paar kleine, wo man nicht genau weiß, welche Farbe das ist. Aber nichts wirklich Schlimmes. Wenn man sich die Teile ansieht, die vor ihm liegen und ein bisschen das Hirn verwendet, keinerlei Probleme. Es wird nichts ausgegraut. Es wird das, was jetzt gebaut wird, rot umrandet. Das heißt, man hat immer einen absoluten Überblick. Es gibt auch wieder diese Richtungspfeile, die kennt man ja auch von ein paar Anleitungen, die zeigen, okay, da muss der Stein drauf. Nicht da, nicht da, nicht da, sondern da. Und ja, auf jeden Fall so viel zur Anleitung. Die Anleitung an sich, die Qualität von der Anleitung ist top. Fühlt sich an wie eine Lego-Anleitung. Fühlt sich an hochwertig genug an. So. Außen ist das Papier ein bisschen dicker, innen ist es ein bisschen dünner. Kann gut blättern, mir gefällt die Größe. Natürlich, man hätte es größer machen können, wäre sie dünner gewesen. Ich persönlich mag die aber, weil ihr kennt das. Das größte Problem beim Bauen ist der Platz. Das heißt, man legt das da vor sich hin, blättert schön, hat tonnenweise Platz fürs Set. Und es ist immer noch groß genug, dass man problemlos alles bauen kann. Top. So viel schon mal top. Dann, bevor wir zum eigentlichen Set kommen, wie schon erwähnt, zwei Figuren. Wir haben hier einen Pseudo-Oldschool Han Solo Blade Runner. Ist auch Harrison Ford. Han Solo. Wir fangen mit dem mal an. Hier seht ihr schon. Die sind ein bisschen, wie gesagt, das Ganze ist Cyberpunk-mäßig. Von Stil her sind es definitiv Minifiguren. Also in Europa ein bisschen schwierig, aber you know. Da ist die Front. Wundervoll bedruckt. Absolut top bedruckt. Es hält alles. Es gibt keine losen Gelenke. Ihr kennt das ab und zu. Ein paar China-Figuren haben immer diese Probleme. Ne? Diese Wabbelhände oder Füße, die einfach... keinerlei Probleme. Wie gesagt, der Druck ist top. Und jetzt kommt was mega cooles. Wir haben natürlich auch die Rückseite bedruckt. Und jetzt passt auf. Wir haben hier seitlich zum Beispiel so robotermäßige Füße bedruckt. Ist das cool. Die Figuren sind alle so viel bedruckt, wie es auch nur irgendwie geht. Und ihr kennt ja zum Beispiel diese Xing-Baufiguren, die in der Zeit lang verwendet wurden, die diese Schultergelenke haben und so. Pass mal auf. Tada! Schultergelenk. Wie gesagt, Bolzen durchschieben, Arme drauf. Ist ein bisschen eine andere Technik, wie man es kennt. Bei Xing-Bau hatte man diese zweiteiligen Gelenke, die man so reinsteckt. Hier ist es tatsächlich so, dass man den Arm, ich habe keine Ahnung, ob man den jemals wieder abkriegt. Nö, tut man nicht. Okay. Ich zeige euch das beim nächsten Set. Ich werde beim nächsten Video, beim nächsten Set eine Figur nicht zusammenbauen und euch das zeigen. Ist das okay? Cool. Auf jeden Fall Bolzen durchgeschoben. Die Schulter, also der Oberarm ist innen hohl. Der wird auf das Ding draufgeklickt und fertig ist. Und das läuft. Problemlos. So, dann die zweite Figur. Blondie. Hier haben wir wieder die Vorderseite, auch wieder so ein bisschen Hightech, Cyberpunk-mäßig. Finde ich auch cool mit dem blauen Zeug da im Gesicht und so. Auch wieder top bedruckt, auch die Füße eben. Auch mit Goldlack teilweise, sieht man das? Ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt seht. Aber das auf den Füßen zum Beispiel so Gold. Hinten auch, die Frisur ist top, es gibt keine Wendegesichter. Kein Wendegesicht. Die Haarteile sind definitiv Lego-kompatibel, passen problemlos. Es gibt, wie gesagt, keine Wackelprobleme. Es gibt auch kein Problem mit, es steckt zu fest. Es passt nicht drauf. Hatte man auch immer wieder mal bei chinesischen Figuren. Und wie gesagt, top bedruckt. Gibt nichts Negatives zu berichten. So, und dann, meine Freunde, kommen wir zum Hauptset. Zuerst mal eine Kleinigkeit. Die Lightbricks, die dabei waren. Der Lightbrick, der dabei war, ist ein bisschen... zerstört. Es sind auch keine Batterien bei. Das hat wohl vermutlich was mit dem Versand zu tun. Da gehört nochmal so eine kleine Knopfzelle rein. Ich habe es versucht irgendwie zum Laufen zu bringen. Leider nicht. Ich werde das
Leuten mitteilen. Vielleicht kriege ich einen neuen Lightbrick. Aber unterm Strich gesehen, mir persönlich ist es egal. Ich brauche das sowieso nicht, aber nur damit ihr es wisst. Und der Lightbrick ist so einer, das drückt man rein, kann drehen und dann bleibt er ein. Die kennt ihr, ne? Und wenn man es zurückdreht, hüpft es wieder raus und das ist aus. Eigentlich. Wie gesagt, leider. Ich habe jetzt einen von Lego verwendet. Hier unten. Das mit dem blauen Schild. Ich schalte den jetzt auch gleich mal ein. Und ihr werdet sehen, eigentlich komplett Hupe. Mir ist übrigens eingefallen, ich habe das Licht wieder mal vergessen. Naja. Ihr seht also der Lightbrick mit dem Leuchtschlauch da oben. Es ist eine nette Spielerei. Aber der Leuchtschlauch wird nicht komplett ausgeleuchtet, wie es sein sollte. Also bin ich der Meinung, es ist verschmerzbar. So, jetzt zum Set an sich. Zuerst mal, man baut diese Grundplatte. Es ist keine einzelne Platte, man baut das irgendwie so zusammen. Sieht man das? Genau. Die Platten, die Steine, es ist alles top. Wie gesagt, alles, was irgendwo eine Nummer drunter hat, ist definitiv GoBricks. Ich habe recherchiert. Die haben mir diese Nummern, kann man auf der GoBricks CN, also auf der China-Seite, nachverforschen. Nachverfolgen, so, ist definitiv GoBricks. Deswegen über die Steinqualität muss ich, glaube ich, wenig erwähnen. Für alle, die diese Videos jetzt neu sehen und keinen blassen Schimmer haben von Klemmbausteinen, ich persönlich bin der Meinung, GoBricks ist nach Lego so ziemlich das Beste, was man an Stein haben kann. So, schön. Zum Bauen war es top. Es gibt nichts, was irgendwie wabbelig ist, rumhängt, Steine, die nicht... Ihr kennt das ja auch, bei gewissen China-Sets haben wir immer wieder das Problem, wenn du zum Beispiel Böden fließt, dass du dann Spaltmaße hast, jenseits von Gut und Böse. GoBricks. Also, keine Spaltmaße. Perfekt. Wie gesagt, zum Bauen top, Qualität der Steine, Hammer. Und jetzt kommt's. Ich zeige euch jetzt mal das Set. Hier ist die Vorderseite, ihr seht, das ist das Café. Sieht man dann diese Schrift, die drauf ist. Hier unten sind so, da gibt es immer wieder so Geschichten mit Menüs, was gibt es da in dem Laden. Da hinten ist eine Kaffeemaschine mit bedruckten Fliesen. Übrigens, keine Aufkleber. Kein Aufkleber. Alles, was hier irgendwie Text hat, Bilder hat, ist bedruckt. Seht ihr das? Das Café-Logo oben bedruckt, die Tafel unten bedruckt, hinten auf der Kaffeemaschine die Fliesen, die einzelnen Weißen, bedruckt. Wie gesagt, das mit dem Lightbrick ist nicht so, weil es so ist, sondern weil es der falsche ist. Egal. Ihr seht auch tonnenweise Details, also die Kaffeemaschine hier drin, die Kanne hier vorne, der Tresen. Hier ist nochmal eine Tafel auf der Wand, hinten ist eine Tür. Gibt es da noch was? Da oben ist noch was, genau. So ein bisschen Zeug. Das Dach ist aufgelegt, kann man abnehmen. Das heißt, ich kann euch mal oben kurz zeigen. Und da gibt es ein ganz spezielles Teil, das möchte ich euch gleich zeigen. Zuerst zeige ich noch mal kurz den Laden innen. Guckt mal. Also wie gesagt, da ist wirklich alles pappevoll. Und jetzt zeige ich euch kurz einen Stein, wenn ich dazu komme mit meinen Patschefingern. Den finde ich persönlich mega geil. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Guckt euch das an. Ihr kennt ja diese, diese Corner Tiles Dinger. Ich habe gerade den Namen vergessen. Egal. Guckt mal. Habt ihr sowas schon mal bedruckt gesehen? Und zwar oben und unten. Das ist quasi so die Kasse. Die haben das aus einem einzigen Teil gebaut. Vom Maßstab her. Und das Ding ist beidseitig oben und unten bedruckt. Irre. Es gibt Firmen, die schaffen das nicht. Habe ich gehört. Ich kenne mich nicht aus. So, ich probiere es jetzt da wieder reinzufuddeln. Okay. Jetzt müsst ihr kurz Geduld haben. Sekündchen. Okay, wir haben es wieder drin. Juhu! Wie gesagt, jeder Preiszettel, alles was ihr seht, ist einfach nur ein Druck. Auch hier außen, dieses große rote Schild, ist ein Druck. Wie gesagt, das mit dem Lichtschlauch, ich habe keine Ahnung, was der Plan war. Ich glaube, wenn man das zum Beispiel ersetzen würde gegen so ein Lichtleiterkabel, das wäre mega cool.
Dann seitlich, hier haben wir eben den Lightbrick, wie gesagt, der steht ein bisschen schiefer als der falsche, der andere rastet hier schön ein und steht dann gerade. Wir haben hier hinten so jede Menge Technikzeug, damit es alles so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aussieht. Mit der Kamera hier oben, dann geht es nach hinten, jede Menge Schlauchwerk. Ich finde auch das faszinierend, dass man aus diesen Ferngläsern so Rohre macht. Habe ich auch selten gesehen bis jetzt, gefällt mir gut. Dann die Tür mit dem Druck. Dann hier hinten noch jede Menge Schlauchzeugs und Rohrzeugs. Dann haben wir hier so ein paar Kisten. Da hinten haben wir jetzt auch noch was. Ist auch faszinierend für das, dass es die Rückseite ist. Die Vorderseite, Entschuldigung. Hier haben wir nämlich auch nochmal was Bedrucktes. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ja zwei von den Sets schon gebaut, die anderen zwei folgen noch. Ich glaube, es ist ein Running Gag, dass jedes von den Sets die grüne Mülltonne hat. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen, ob die anderen zwei das auch haben. Die ersten zwei hatten es. So, das mal das. Dann zum Dach. Das Dach ist sehr massiv gebaut. So, das ist mal das Dach. Das ist die Oberseite vom Dach, so mit ein bisschen Kaminausgang. Wir haben so Wobble drauf, damit das Dach nicht ganz gerade ist. Sieht auch mega cool aus. Wir haben hier hinten immer wieder so Lüftungsauslässe, zum Beispiel hier mit den Grills. Unten haben wir sogar noch so Neonröhren. Ich glaube, dass diese Sets wären mega geil, wenn sie richtig geil beleuchtet wären. Mal schauen, vielleicht mache ich ja was. Muss mal schauen, wo ich Lichtzeug herkriege. So, Neonröhren. Und hier haben wir jetzt, seht ihr das? Hier und hier ist jeweils ein kleines Loch. Und in diesem kleinen Loch verschwinden diese zwei, seht ihr das? Ich bringe das mal nach vorne. Verschwinden diese Plate Modify mit diesen C-Clamps. Jo. Das heißt, die ganze Geschichte sieht so aus. Hier drauf. Mal schauen, ob wir richtig sind. Wo sind wir? So. Das kann man... Ich sollte das andersrum machen. Ich bin heute ein bisschen merkwürdig. So. Und dann ist es drauf. Und dadurch, dass es nur so drauf gesteckt ist, haben wir halt ein schräges Dach. Und das ist mega geil, ne? Ich finde die Farbe vom Haus geil, weil die ist einfach Hautfarben. Ist okay. Ja. Und wir haben jede Menge, wie sagt man so schön im Englischen, Bells and Whistles. So, ich stecke die Figuren jetzt nochmal kurz hier drauf. Dann zeige ich euch das ganze Ding nochmal komplett. Bitteschön. Ist das geil oder was? Ich würde fast behaupten, das Ding hat sogar Minifigurenmaßstab. Meint ihr? Ich glaube schon. Guck mal. Die Figuren, die Größe vom Haus, ich würde sagen, das passt halbwegs, ne? Ob das Haus jetzt breiter sein sollte oder nicht, sei dahingestellt, das kann ich nicht beantworten. Aber von der Höhe her würde ich sagen, absolut Minifiguren-Scale. Ja. Super geil. Super geil. Ich werde jetzt dann noch den Drehteller eine Runde fahren lassen, damit ihr das Set nochmal in seiner vollen Pracht seht. Das war im Prinzip das erste von diesen ersten vier Sets. Ich hoffe, dass die anderen vier noch released werden. Ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß mit den ersten zwei Sets zu bauen. Wie gesagt, es sind Go-Brick-Steine. Was zur Hölle soll da schief gehen? Wo die Figuren herkommen, kann ich persönlich nicht sagen. Vielleicht weiß das jemand von euch. Schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen. Ich habe diese Art von Figur noch nie gesehen mit diesen Bolzen, den man durchschiebt durch den Oberkörper und dann die Arme dran klickt. Und auch mit diesen Händen. Ich habe diese Hände noch nie gesehen bei Minifiguren. Wenn das jemand weiß, schreibt mir das. Jo, das war es im Prinzip mit dem Set. Jetzt noch ein bisschen Schleichwerbung. Wie immer an dieser Stelle sei erwähnt, folgt mir auf den Social-Plattformen Facebook, Instagram, auf YouTube und verfolgt mich bitte auch auf Twitch. Dort gibt es dienstags und donnerstags 18 bis 20 Uhr jeweils Livestreams, Aufbaustreams. Ich baue ja gerade dieses große Bluebricks-Gebäude. Da sind wir immer noch nicht fertig. Das Ding ist gigantisch. Schaut wieder rein. Ja,
Schaut auf meine Webseite collectevil.com. Dort gibt es jegliche Informationen, die ihr brauchen könnt. Es gibt so eine Art Terminkalender, wo immer wieder steht, wo bin ich als nächstes, wann bin ich als nächstes, was mache ich als nächstes, warum mache ich das als nächstes. Kein Mensch weiß, was ich überhaupt hier treibe. Und dort gibt es auch eine Verknüpfung zu meinem eBay-Shop, wo immer wieder gebrauchte Sets auftauchen oder Actionfiguren oder was auch immer. Schaut mal rein, das sind Sachen, die aus meiner Sammlung rausfliegen oder die ich einfach nicht mehr brauche. Und last but not least, es gibt dort eine Verlinkung natürlich zu meinem Merch-Shop. Dort gibt es Sachen wie zum Beispiel mein Merch. Es gibt Merch von Sarah, Merch von Himbeere, Merch vom Doshcord. Schaut rein, es ist ein Print-on-Demand-Shop, ihr habt keinerlei Risiko oder sonstiges, ihr könnt dort bestellen, es wird zu euch geliefert, wenn irgendwas nicht passen sollte, wenn mal was nicht passen sollte, könnt ihr es problemlos zurückschicken. Die Leute von Spreadshirt kümmern sich da erstklassig drum. Und wie gesagt, es gibt dort auch den Couponcode für Your World of Building Blocks, also YoWop. Den könnt ihr einlösen, wenn ihr bei Loi was kaufen möchtet. Würde mich freuen, euch kostet es nichts. Ihr kriegt ein paar Prozent. Ich bin happy, Loi ist happy, alle sind happy. Und jo. Es gibt auch die Möglichkeit übrigens, das weiß kaum jemand, schreibt Loi mal gerne an, wenn ihr ein Set in Originalverpackung braucht. Er bietet diesen Service an, wenn ihr das unbedingt möchtet. Auch gut zu wissen. Deswegen, ihr habt heute gesehen, es gibt keine Verpackung, weil mir ist es egal. Genau. Und ja, das war's auch wieder für heute, meine Freunde. Ich sage danke fürs Zusehen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, lasst euch nicht von Fremden anquatschen und bis bald. Cheerio.